In diesem Video möchte ich nochmal mit dir einen genauen Blick in den Unterschrank von dem neuen Ancient Woodscape werfen, denn viele von euch haben nachgefragt, was ich genau einsetze und vor allem auch, wie ich meinen Unterschrank organisiert habe. Und genau das werde ich dir zeigen. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von Aquaona, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Heute nehme ich dich nochmal mit zum Ancient Woodscape und wir gucken uns genau den Unterschrank an. Ich zeige dir genau, was ich dort verbaut habe, wie ich den Unterschrank verändert habe und wie ich meine Sachen dort organisiert habe. Also lass uns direkt rüber gehen. Ich setze mich mit dir neben den Unterschrank und wir werfen mal einen Blick rein. Wir gucken jetzt also einmal genau in den Unterschrank, was ich da alles drin habe. Ich gehe auch nochmal kurz auf die Verstärkungen ein, die ich hier gemacht habe. Das sind ja wieder die IKEA Besta-Schränke. Ganz generell, ihr könnt diese Schränke meiner Meinung nach gut für ein Aquarium benutzen, wenn ihr sie verändert, modifiziert, verstärkt. IKEA sagt natürlich, dass sie für so eine Belastung überhaupt nicht ausgelegt sind. Deshalb da auch überhaupt keine Garantie. Wenn du das machen willst, ist das allein auf deine Gefahr. Ich kann dir aber trotzdem einmal mal zeigen, wie ich das verändert habe, verstärkt habe, womit ich persönlich mich jetzt sicher fühle. Das muss aber natürlich für dich nicht zutreffen. Aber schauen wir erstmal rein, wie es jetzt hier drin aussieht. Und ich habe mir Mühe gegeben, das Ganze vernünftig zu organisieren und das Ganze möglichst sauber darzustellen. In der Mitte natürlich der große Filter, der Oase Biomaster Thermo 250. Der treibt also das Becken jetzt hier an. Und dann eben große CO2-Anlage, 2 Kilo Flasche mit dem Hiwi Doppelkammerdruckminderer. Hier könnt ihr schon sehen, Inline-Diffusor, das ist der CO2-Art-Inline-Diffusor für die 17 mm Schläuche. Der Druckminderer selber hat ja Magnetventil integriert und auch Rückschlagventil integriert. Das heißt, das zweite Rückschlagventil hier ist eigentlich über, aber auch da wieder, ich fühle mich damit einfach ein bisschen sicherer, wenn ich direkt vor dem Diffusor nochmal ein Rückschlagventil habe, weil dann wirklich nichts zurücklaufen kann. So, hier vorne sicherlich das prägnanteste, der Spectral Controller, also die Kontrolleinheit von der Kessel. Darauf gehe ich nochmal separat in dem Vorstellungsvideo für die Kessel A360X ein, wo ihr dann ja auch eine von den Süßwasserlampen gewinnen könnt. Das Video kommt aber später erst. Generell nur einmal, was ich schön gelöst fand, dieses Ding komplett selber von der Steuerbarkeit sehr, sehr gut. Es gibt keine App dazu, sondern man macht das halt hiermit. Was ich schön gelöst fand, war, dass diese Halterung magnetisch ist. Da ist also einfach so eine Platte hinten drauf gebaut, wo dann dieser Controller hier magnetisch eingehängt werden kann. Hier auf der linken Seite ist der komplette Strombereich angesiedelt. Ich habe dort eine 4er Steckdosenleiste, die sozusagen die Hauptdinger trägt und eine separate 3er Steckdosenleiste, die ich nochmal einzeln schalten kann, explizit für Filter, für den Skimmer oben und für die CO2-Anlage. CO2-Anlage läuft über eine Zeitschaltuhr, die läuft momentan von 10 bis 16 Uhr und die Lampe selber wird ja hier bei den Controller gedimmt, das heißt, dafür brauche ich keine extra Zeitschaltuhr mehr. Großartig mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Zu dem Unterschrank selber, ihr könnt es schon sehen, ich habe hier 4 große Vierkanthölzer eingezogen, das sind 70x70 mm, also 7x7 cm Vierkanthölzer, Fichte, massiv. Habe ich halt zusägen lassen im Baumarkt auf die genaue Höhe des Schranks. Ich glaube, es waren 58 cm, nagelt mich da drauf jetzt nicht fest, das solltet ihr auf jeden Fall selber nachmessen. Und habe die dann eben da komplett einmal reingezogen als Verstärkung und Versteifung. Die sind oben und unten komplett mit wasserfestem Holzleim eingeleimt. Die sind also nicht geschraubt, weil Schrauben in dieser Deckplatte schwierig ist, weil da halt kein Holz drin ist, sondern nur Pappe und Luft. Ja, das ist also wirklich ein bisschen schwierig für Schrauben, sich da drin zu halten. Deshalb sind die komplett eingeleimt. Ihr nehmt die obere Deckplatte ab, leimt die 4 Hölzer unten fest, leimt dann oben drauf und setzt die Deckplatte wieder drauf und zieht die dann halt mit diesen Feststellschrauben hier an der Seite fest und dann presst sich das Ganze auch an und das ist jetzt absolut bombenfest. Zusätzlich ist in der Rückwand von hinten, das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, auch nochmal eine Leiste eingezogen aus massiver Fichte, um die Rückwand nochmal zusätzlich zu verstärken. Das waren also die Modifikationen, die ich hier vorgenommen habe. Ansonsten gibt es zu dem Unterschrank nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich aus Platzgründen diesmal auf die Eheim Schnelltrennkupplungen verzichten musste. Leider, ich würde die wirklich gerne einsetzen, aber das passt nicht, weil die 17 mm Schläuche einfach super, super steif sind und die 17 mm Eheim Schnelltrennkupplung sehr lang. Und wenn ich die hier noch einbauen würde, gerade hier im Bereich mit dem Inline-Diffusor, ich hätte hier drin keinen Platz,
sondern das Ganze würde quasi schon rausstehen und dann hätte ich keinen Platz mehr für den Schlauch und kann den Schlauch nicht mehr verlegen. Das war also jetzt eine rein praktische Lösung. Normalerweise würde ich die benutzen. Es geht jetzt leider nicht anders in dieser Kombination mit diesem Filter, weil ich nicht genug Platz da drin habe. Alle Produkte findest du natürlich wieder unten in der Videobeschreibung, wenn du dir die Sachen einmal selber anschauen willst. Ich verlinke dir auch nochmal explizit die Steckdosenleisten und die Zeitschaltuhren, weil da auch mal nachgefragt wurde und weil das einfach sehr nützliche kleine Geräte sind, die man dann immer wieder braucht. Gerade bei den Steckdosenleisten habe ich ja mittlerweile welche hier, die halt vier Stecker haben mit einem Masterschalter und wo jeder Stecker nochmal einzeln schaltbar ist. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch, weil man so wirklich die einzelnen Geräte ausschalten kann, ohne jedes Mal den Stecker zu ziehen. Zeitschaltuhren genauso, eine gute digitale Zeitschaltuhr sollte immer dabei sein, damit das Ganze vernünftig läuft. So, das war also der Unterschrank hier vom Ancient Wood. Wir machen das Ganze mal wieder zu. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Eindrücke aus dem Becken. Das Becken selber hat nämlich mittlerweile schon leichte Kieselalgen und ziemlich krasse grüne Fadenalgen entwickelt. Aber so ist das halt in der Einfachphase. Trotz Twinstar entwickelt das den grünen Algen. Auch das ist einfach so. Auch der Twinstar ist kein Wundermittel. Und hier hinter mir seht ihr natürlich auch schon, das Meerwasser läuft auch bereits. Aber da gibt es auch später Videos zu.